Ja, herzlich willkommen bei Sommeliertv. Heute habe ich für euch einen Keg Franco aus dem wunderschönen Ungarn vom Weingut Fneisel. Also, los geht's! Ja, für alle, die es noch nicht wissen, Keg Franco ist die ungarische Bezeichnung für einen Blaufränkischen. Österreich ist bekannt für Blaufränkisch, speziell im Burgenland mit Niederburgenland DRC. Warum nachher auch nicht in Ungarn? Es ist im Prinzip gleich ums Eck, gleich nebenan. Und ja, ob das funktioniert, davon darf ich mir heute überzeugen lassen. Und zwar habe ich heute von meinem Gut Fneisel den Keg Franco Smoke on the Lake. Er hat 13,5%, Entschuldigung. Und ja, man kann in der Farbe schon ein wunderschönes Brillanz erkennen. Tiefes Rot, schönes Rubin. Er hat sehr viel Glanz. Dunkel ist er, also einen dunklen Kern. Leichte Auffällung am Rand, aber noch ganz dezent, ist aus dem Jahre 2008. Und ja, die Farbe macht eigentlich schon Lust auf mehr. In der Nase klassisch, wie man eigentlich den Blaufränkisch kennt. Waldbeeren, ein bisschen Kräuter ist dabei, Kirsche, Weichsel. Es erinnert irgendwie ein bisschen auch an einen Rumtopf. Aber sehr rund, harmonisch. Es ist auch Blumenaromatik dabei. Bisschen Heu. Am Gaumen wunderschön. Zuerst gibt es ein bisschen diese Säure, dieses Tannin. Wird aber sehr schnell von der Frucht abgelöst. Wir haben wieder diese Fruchtstruktur, was wir schon in der Nase gehabt haben, sprich Weichseln, Brombeeren, Waldbeeren. Hinten kommen noch ein bisschen die Kräuter raus und die bisschen, das ist blumiger. Abgang ist lang. Man merkt, da ist ein bisschen Holz dabei. Insgesamt hat er 24 Monate im ungarischen Barrique. Und die haben den Wein sehr, sehr gut getan. Das Tannin ist schon sehr weich. Er hat sehr viel Potenzial. Es ist ein richtig, richtig toller Speisenbegleiter zu Speisen mit Rindsgericht oder auch zu Wild. Kann man den sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, er hat einfach sehr schön einen langen Abgang. Schöne Struktur, er ist stabil, sehr präsent am Gaumen. Aber dann dennoch sehr ausbalanciert, aber doch mit Kraft und Eleganz wunderschön kombiniert. Was mir auffällt bei diesem Wein, er braucht Luft, er braucht Zeit. Ich habe die Flasche gestern Abend aufgemacht und gestern am Abend schon einen Schluck probiert, da war er noch nicht sehr gut, da war er noch sehr unruhig, sehr chaos, sehr verwirrend. Heute ist er schon sehr, sehr viel stabiler geworden. Er ist geschmeidiger, er ist rund, er ist harmonisch, ausbalanciert und belüften würde ich den jetzt nicht unbedingt im Dekanter, weil er zu viele Gran ist. Da ist wirklich empfohlen, dass man die Flaschen abgepasst und vorher aufmacht, weil im Dekanter würde er einfach seine feine Struktur, diese filigranen Seiten, würde er dann sehr, sehr schnell verlieren. Und das soll er ja nicht. Wir wollen ja den gesamten Wein genießen. Und ja, wie gesagt, Fneisel aus Ungarn machen auch Weine in Österreich, im Burgenland. Das ist der Keg Franco Smoke on Lake. Und ja, wärmstens zu empfehlen. Schaut vorbei, ihr habt den bei Rebenreich bestellt. Und die ja, Preis-Leistung ist super und ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, danke.